In einer Mail wurde ich gefragt, ob die Beschwerdeverstärkung durch das Guaifenesin so schwer sein kann oder so stark sein kann, dass man sich deshalb für längere Zeit krank schreiben lassen muss. Das ist also heute mein Thema, die Auswirkungen auf den Arbeitsalltag aufgrund der Beschwerdeverstärkung durch das Guaifenesin. Hallo, mein Online-Name ist Barbara auf der Heide. Ich bin Gesundheits- und Ernährungscoach, ich bin Kathiererin für die Guaifenesin-Therapie und ich bin selbst von Fibromyalgie betroffen. Und hier auf meinem Kanal geht es um ganz viele Dinge rund um Fibromyalgie, um Ernährung, um die Guaifenesin-Therapie, manchmal auch um irgendwas anderes, wie zum Beispiel Vitamin D oder Omega-3 und weiteres. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Was erwartet einen, wenn man jetzt mit der Therapie anfangen möchte und man arbeitet? Aber kann diese Therapie den Arbeitsalltag womöglich so beeinträchtigen, dass man sich krank schreiben lassen muss? Darum soll es gehen und ich habe wieder drei Themen gemacht. Im ersten Thema geht es um möchte ich einmal kurz zusammenfassen, wie denn eigentlich in der Regel so die Situation vor der Guaifenesin-Therapie ist. Dann, welche Veränderungen durch das Guaifenesin passieren und an dritter Stelle, wie sich das denn dann auf den Arbeitsalltag auswirkt. Ja, dann möchte ich einmal auf die Situation vor der Therapie zu sprechen kommen. Allein schon diese Frage hat wieder deutlich gemacht, wie unterschiedlich die Fibromyalgie sein kann bei den jeweiligen Betroffenen. Oder vielleicht kann man auch sagen, in welchem Stadium man sich gerade befindet. Es gibt, ich finde das nicht so toll, so zu klassifizieren und sagen, erste, zweite, dritte Grad oder sowas. Aber es ist so, dass es eben eine leichtere Form, eine etwas stärkere Form und eine ganz, ganz starke Form gibt. Und so ist es eben so, dass mit der Fibromyalgie manche Betroffene eben arbeiten können. Andere können eigentlich nicht mehr arbeiten, aber arbeiten trotzdem und beißen die Zähne zusammen. Und die Dritten, das sind dann die, die wirklich nicht mehr arbeiten können, weil die Fibromyalgie schon so weit fortgeschritten ist. Ich habe alle drei Stufen kennengelernt, habe gekämpft bis zum Schluss damals, aber irgendwann ging es einfach nicht mehr. Und das heißt also, die Fibromyalgie hat sich bei mir im Laufe der Jahre nach und nach verschlechtert. Und ich konnte dann irgendwann keine 200 Meter mehr laufen und mein Hauptproblem waren Erschöpfung und Ganzkörperschmerzen. Und so geht es, ich weiß es, so geht es vielen anderen auch. Ja, der zweite Punkt, was verändert sich durch das Guaifenesin? Also bei der Therapie gibt es ja einiges zu beachten, die ist ja sehr komplex. Und das Ziel ist ja, dass man durch das Guaifenesin in eine Beschwerdeverstärkung kommt. Das heißt, man muss also erstmal die Dosis finden. Dann soll es zu einer Beschwerdeverstärkung kommen und die bewirkt langfristig jedenfalls Ausschwemmungen der eingelagerten Phosphate und damit dann letztendlich auch eine Verbesserung der Symptomatik. Beschwerden in diesem Zusammenhang sind nicht nur Schmerzen. Es geht eigentlich um alle Symptome, die dazugehören. Das heißt zum Beispiel, also Erschöpfung ist ja nun auch ganz weit verbreitet. Oder auch Hautstörungen, Hautprobleme, Hauterkrankungen, die damit im Zusammenhang stehen. Was gibt es noch? Meinetwegen, manche schwitzen viel. Oder ich meine, gut, Schwitzen kann auch immer so viele Ursachen haben, aber wer eben weiß, es hängt mit der Fibromyalgie zusammen. Also es gibt einfach viele Symptome, die nicht nur Schmerzen sind. Müdigkeit zum Beispiel ist auch so ein typisches Beispiel. Müdigkeit, Erschöpfung, das sind so die Klassiker bei Fibromyalgie, die eben häufig mit als Begleiterscheinung dabei sind. Und auch das sind letztendlich Beschwerden, die sich durch das Guaifenesin verstärken können. Aber das Guaifenesin kehrt die Krankheit um. Gut, da hat man dann diese Ausschwemmsymptome, aber im Laufe der Zeit verbessert sich dann eben der Zustand. Das ist ja der Hintergrund. Die Schübe werden ausgelöst durch das Guaifenesin und im Laufe der Zeit nach und nach ja, wird es besser und gute und schlechte Phasen wechseln sich ab. Und dieser Wechsel, der verändert sich. Am Anfang hat man noch mehr schlechte Phasen, dann mal einen guten Moment, das können 3 Stunden sein oder ein Vormittag, vielleicht auch ein Tag. Und dann geht es wieder schlechter und dann wird es nach und nach immer mehr mit den guten Zeiten. Wie genau, in welchem Abstand, das ist sehr individuell, das kann man pauschal nicht beantworten. Und wenn dich das Ganze, sagen wir mal, mehr als nur interessiert, wenn du also jemand bist, der sagt, ich möchte diese Therapie beginnen oder vielleicht bist du auch schon in der Therapie und du suchst Unterstützung,
oder Begleitung oder wie soll man sagen, einfach Unterstützung ist, glaube ich, das beste Wort, dann habe ich einen guten Tipp für dich. Denn es gibt auf Facebook eine ganz tolle Guaifenesin-Gruppe, muss ich wirklich sagen, von der Madeleine. Und die werde ich unten verlinken. Das ist die Gruppe zur Guaifenesin-Therapie. Und da geht es auch ausschließlich um die Guaifenesin-Therapie. Da werden keine Themen über den Tellerrand behandelt, denn wir wollen uns da auf die Guaifenesin-Therapie konzentrieren. Was heißt wir? Ich bin da ja auch nur Mitglied. Also die Gruppe gehört der Madeleine und es gibt einige, die dort unterstützen. Und ja, das Ziel ist eben, den Betroffenen zu helfen, ja, zu unterstützen, die eben in der Therapie sind. Und vielleicht ist das ja für dich ein Thema. Dann klick unten den Link an, da landest du direkt bei der Gruppe. Ja, nun kommen wir zum dritten Punkt, der eigentlichen Fragestellung. Wie ist es nun mit den Beeinträchtigungen im Arbeitsalltag? Und ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, das ist einfach sehr individuell und hängt auch von mehreren Faktoren ab. Also zum einen ist es zum Beispiel, ein Faktor ist, wie ich das eben schon nannte, wie stark sind denn bei mir die Ausschwemmbeschwerden? Ich bin jemand, ich stecke das ganz gut weg, die Beschwerden sind da, aber in der Regel kann ich eigentlich meinen Alltag machen. Ich bin aber auch schon sehr lange in der Therapie. Und habe ja jetzt erstmal wieder neu begonnen. Ich glaube, dass ich davon profitiere, dass ich schon so lange Guaifenesin genommen habe, auch wenn ich damals all die Jahre nicht richtig dosiert war. Trotzdem glaube ich, dass das ein Unterschied ist, als wenn jemand neu startet. Also das ist eben nicht vorherzusagen. Manche reagieren ganz stark auf das Guaifenesin. Die kommen kaum mit der Erstdosis zurecht, aber das sind die allerwenigsten. Die meisten müssen noch weiter steigern und dann muss man sehen, wie ist die Dosis und man muss ja auf seine Dosis kommen, um langfristig Erfolg mit dieser Therapie zu haben. Also das hängt also einmal davon ab, wie stark reagiere ich denn auf das Guaifenesin? Das ist die eine Sache. Dann hängt ein weiterer Faktor ist zum Beispiel, was mache ich denn eigentlich? Was arbeite ich denn? Wenn ich zum Beispiel irgendwo arbeiten würde, wo ich den ganzen Tag stehen müsste, ja, dann würde ich nicht so gut klarkommen. So wie ich jetzt arbeite, kann ich mir das immer aussuchen. Ich kann mich da sehr anpassen. Ich meine, ich liege nicht, das brauche ich nicht mehr, so schlimm geht es mir nicht. Aber ich sitze eigentlich auch wirklich viel, muss ich sagen. Aber wenn ich den ganzen Tag stehen müsste, das würde mir schon wirklich, das würde ich einen Tag schaffen, vielleicht würde ich es auch 2 Tage schaffen. Und dann wäre, glaube ich, die Beeinträchtigung zu groß. Dann gibt es wieder andere, also die Beeinträchtigung im Rücken, meine ich, für mich jedenfalls, für mich persönlich. Dann gibt es andere, wenn die zum Beispiel Büroarbeit haben, wo sie geistig sehr gefordert sind, dann ist da die Frage, wie leistungsfähig ist man dann denn noch? Denn ich habe also auch schon einige Kopfschübe gehabt, bei denen man eben in der Gedächtnisleistung sozusagen beeinträchtigt ist. Man kann sich nicht so konzentrieren, man ist vergesslich, man hat Wahrnehmungs- Oder sagen wir mal sowas wie Wortfindungsstörung, das passt vielleicht besser. So, da ist es eben auch die Frage, ja, wenn man das nicht kann, ja, dann kann man nicht arbeiten, dann muss man sich da krank schreiben lassen. Oder wenn man eine sehr körperliche Arbeit hat, ne, kann man dem so standhalten. Das sind immer so, das ist also pauschal nicht zu beantworten. Ich kann natürlich nur eins sagen, ja, es kann passieren, dass man sich krank schreiben lassen muss. Ich frage mich nur, ist das denn jetzt nicht der Fall? Aber da hängt es wieder davon ab, wie schlecht geht es denn einem mit der Fibro oder mit der Fibromyalgie. Bei den allermeisten ist es so, dass sich der Zustand schleichend verschlechtert. Dass es also nicht so bleibt, so sehr man auch kämpft. Und ich bin da selber auch durchgegangen. Ich habe das ja selbst alles genauso erlebt. Mir ging es ja auch nicht immer ganz, ganz schlecht. Mir ging es ja vorher auch irgendwann mal noch akzeptabel und ich bin klargekommen, ich hatte kleine Kinder, es war alles mega anstrengend. Ich habe nur mal gedacht, wie schaffen andere das? Aber ich habe das natürlich damals noch nicht mit der Krankheit in Zusammenhang gebracht. Und man versucht immer, diesen Zustand aufrecht zu erhalten, dass man das halten kann. Aber es ist mir irgendwann entglitten, so sehr ich auch gekämpft habe. Und so geht es vielen anderen auch. Insofern ist die Frage, wenn man jetzt mit der Guaifenesin-Therapie startet, ob man nicht noch viel mehr rettet, wenn man früh genug anfängt und gar nicht erst in diese schweren Stadien zu kommen. Ja, das ist die Frage. Da hängt natürlich auch immer noch viel mehr von ab, als einfach nur zu sagen, ja, gut, dann habe ich ein bisschen mehr Beschwerden. Ja, das hängt von der jeweiligen Lebenssituation ab, von vielen weiteren Faktoren. Und ich kann nur sagen, langfristig kommt es durch die Guaifenesin-Therapie in vielen Fällen, muss ich sagen, denn leider ist es nicht immer so. Aber in vielen Fällen kommt es dann langfristig zu Verbesserungen und wer diese Therapie angeht, der sollte wirklich langfristig denken.
Also in Jahren, in Monaten, in Jahren. Und in dieser Zeit gibt es dann halt Verbesserungen. Ja, wenn du noch mehr über die Guanfenesin-Therapie erfahren möchtest, wenn du einfach noch ein bisschen mehr darüber hören möchtest, dir ein Bild machen möchtest, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel hier eine Playlist, das heißt eine Sammlung von Videos, wo es ganz speziell um die Guanfenesin-Therapie geht. Das verlinke ich hier. Dann gibt es das Buch von Dr. Sankt Amang zur Guanfenesin-Therapie. Das ist ja der Begründer dieser Therapie und das Buch ist ins Deutsche übersetzt worden. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, in Madeleines Facebook-Gruppe zu kommen und ja, dir dort Unterstützung zu holen, wenn du mit der Therapie beginnen möchtest oder mit der Therapie bereits gestartet hast. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn es dir eine Hilfe war, dann gib mir dafür einen Daumen hoch. Das ist für mich die Rückmeldung, die ich dann auf dieses Video auch bekommen kann. Wenn du mir was zu sagen hast, dann mach das gerne über die Kommentare. Ich freue mich immer über diesen Austausch. Und du unterstützt meine Arbeit, wie gesagt, mit dem Like und du kannst dieses Video auch gern mit anderen teilen, wenn du das möchtest. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Schön, dass du bis hierhin zugeschaut hast und nun mach's gut. Bis zum nächsten Freitag.